Als der Zirkus in Flammen stand, als der Zirkus in Flammen stand, sah ich selbst in aller Ruhe aus der Ferne das Getue, als der Zirkus in Flammen stand. Eine Löwin wär fast verbrannt, weil sie nicht mehr den Ausgang fand. Doch die meisten dieser Biester sprangen brüllend durchs Geknister, als der Zirkus in Flammen stand. Menschen kreischten lauter als die Affen, 14 Tiger rannten in die Stadt. In den Drähten hingen 2 Giraffen, 28 Kinder trat man platt, als der Zirkus in Flammen stand. Ist auch ein Vogelstrauß verbrannt, denn der gute Vogel tauchte, als sein Hinterteil schon rauchte, sein Kopf standhaft in den Sand. Oh! Selten haben wir so etwas gesehen, selten haben wir alle so gelacht, denn aus Dingen, die hier sonst geschehen, haben wir uns nie wirklich was gemacht. Ach, die paar Morde, die hier mal passieren, die sind sehr fad. Die kann man doch höchstens ignorieren, wie den Kerl im Mädchenpensionat. Niemand spricht heute mehr vom Lehrer Harald, der ein Kind erwürgte und entfloh. Denn das Kind war höchstens 7 Jahre alt, in dem Alter merkt man's noch nicht so. Niemand spricht vom Sohn des Mediziners, der die Apothekerin erstach, dann an Ort und Stelle ihr Strychnin aß und sich noch die Halsschlagader brach. Selbst als unsere Blindenanstalt brannte, dauerte die Heiterkeit nicht lang, weil kein Mensch verbrannte, den man kannte, und nicht einer aus dem Fenster sprang. Nein, alle Blinden blieben in den Betten und benahmen sich das sehr geschickt, und wir konnten schließlich alle retten. Nur ein Feuerwehrmann, der ist erstickt. Nimmt es hier denn irgendjemand Wunder, dass man diese kleine Stadt verflucht, dass man weg will von dem ganzen Plunder und sich sein Vergnügen heimlich sucht? Als der Zirkus in Flammen stand, als der Zirkus in Flammen stand, sprangen brennende Artisten auf die Rücken der Touristen. Sie hatten kein Netz gespannt. Auch verbrannte ein Elefant, der aus Dummheit ganz still da stand. Ohne Laut ging er zugrunde und er brannte eine Stunde, als der Zirkus in Flammen stand. Da ging man den Herrn Direktor suchen, der war gerade verreist an jenem Tag, um den Zirkus anderswo zu buchen. Als er das hörte, pum, traf ihn der Schlag. Als der Zirkus in Flammen stand, da war nicht Wasser genug zur Hand. In 2 lächerlichen Teichen schwammen Leichen über Leichen, zwischen halben Jaguaren, verkohlten Dromedaren, zwischen stöhnenden und Hören und verwunderten Jongleuren. Die Tribüne glatt zersplittert und die Erde hat gezittert. Ja, vom Himmel fielen die Funken, das Ganze hat gestunken. Ja, die Stadt war außer Rand und Band, als der Zirkus in Flammen stand.